In diesem Video geht es um die Installation eines Debian Linux in einer virtualisierten Umgebung. Genauer gesagt geht es hier um die notwendigen Vorarbeiten, die erledigt werden müssen, bevor wir mit dem eigentlichen Installationsvorgang beginnen können. Dieses Video richtet sich insbesondere an diejenigen unter Ihnen, die noch keine oder nur sehr wenig Erfahrung mit Linux und insbesondere auch mit der Virtualisierung gesammelt haben. Ihnen wird hier also von Anfang an erklärt, welches grundlegende Wissen Sie in diesen Gebieten haben sollten, sodass später einer weiteren Verwendung dieser Techniken nichts mehr im Wege steht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Hier sehen wir den typischen Netzwerkaufbau für das, was wir realisieren wollen. Sie sehen auf der einen Seite das Internet und vom Internet aus haben Sie eine Verbindung üblicherweise zu Ihrem DSL-Router. Der DSL-Router verbindet dann alle Netzwerkgeräte in Ihrem Haushalt, insbesondere also einen PC bzw. einen Laptop, je nachdem, was Sie so haben. Die DHCP-Funktion Ihres Routers ist eigentlich eine Standardeinstellung. Sofern Sie dort nichts verändert haben, kann man eigentlich davon ausgehen, dass Sie auch DHCP verwenden werden. Es geht dabei darum, dass angeschlossene Geräte wie Laptops, PCs, Smartphones, sonstige Sachen eben automatisiert alle notwendigen Netzwerkeinstellungen bekommen. Wenn Sie in Ihrem Haushalt auch diese Standardeinstellungen dort vorliegen haben, dann werden Sie bei der Bearbeitung dieser Aufgabe, insbesondere weil wir das Internet ab und zu mal brauchen werden, keinerlei Probleme haben. Dann wird auch die virtuelle Maschine sich in diese Netzwerkumgebung relativ einfach einpassen und Sie werden diese Aufgabe sicherlich schnell lösen können. Wenn Sie auf dem sogenannten Host-Rechner, also Ihrem eigenen PC bzw. Laptop, jetzt eine Virtualisierungssoftware installieren, dann werden Sie in die Lage versetzt, auf diesem Host eine oder mehrere virtuelle Maschinen zu installieren. Ich deute das hier einmal mit diesem zusätzlichen Gerät innerhalb des Bildschirms an. Das soll unsere virtuelle Maschine darstellen. Und wenn wir also dann später dafür sorgen, dass diese virtuelle Maschine über den Host-Rechner ebenfalls auch Zugriff kriegt auf die Netzwerkverbindung, so kann eine Internetverbindung problemlos hergestellt werden. Wir schauen jetzt mal auf die notwendigen Vorarbeiten, die Sie treffen müssen und die Sie denken müssen, wenn Sie jetzt eine Virtualisierung des Debian-Systems vornehmen wollen. Sie sehen hier in den Punkten, insbesondere bei 1 und 2, dass es zunächst einmal notwendig ist, sich eine Virtualisierungsumgebung zu besorgen, die dann auf dem PC bzw. Laptop zu Hause installiert werden soll. Sie sind vollkommen frei in der Wahl Ihrer Virtualisierungsumgebung. Wenn Sie also schon irgendetwas kennen, sich mit irgendwas angefreundet haben, können Sie dieses verwenden und das wird Ihnen nicht zum Nachteil ausgelegt. Wenn Sie aber noch nicht ganz schlüssig sind, was Sie nehmen sollen oder was in Frage kommt, hier einmal ein ganz kurzer Überblick über zwei Möglichkeiten, die sich bieten. Da wäre zunächst einmal VirtualBox und Sie sehen hier bereits die Internetadresse, unter der Sie das erreichen können, virtualbox.org. Es ist ein Virtualisierungssystem, was frei verfügbar ist und auch für verschiedene Plattformen verfügbar ist. Also insbesondere die gängigen Klassiker Windows, Linux, Macintosh sind hier unterstützt, sodass Sie mit diesem Produkt auf allen gängigen Plattformen dann eine Virtualisierung hinbekommen sollten. Die zweite Variante, die ich Ihnen kurz zeige, stammt von VMware, allgemein erreichbar unter www.vmware.de. Und wenn Sie auf der Homepage mal unter Produkte schauen und ganz weit nach unten gehen auf dieser Seite, dann erkennen Sie im Produktindex eine ganze Reihe an verschiedensten Virtualisierungsmöglichkeiten. Das liegt einfach auch daran, dass die Firma VMware schon sehr lange am Markt ist und sehr langjährige Erfahrung im Bereich von Virtualisierung hat. Da haben wir zu einem hier oben die Produkte VMware Workstation und VMware Player. Der Player ist kostenlos erhältlich, aber ich denke, nach meiner Erfahrung glaube ich, nicht für alle Plattformen. Also Windows wird auf jeden Fall unterstützt, aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit andere Plattformen unterstützt werden. Die Workstation Variante ist auf jeden Fall eine kostenpflichtige Variante, liegt im Bereich 150 bis 200 Euro. Und dann gibt es hier unten noch die Mac
Software VMware Fusion. Und auch die ist meines Wissens kostenpflichtig, obwohl ich das jetzt nicht beschwören möchte, denn ich bin leider kein Mac-User und habe mich da nie um diese Version bemüht. Aber das sind so die gängigen Varianten, die man nehmen kann, wenn Sie ein Windows-System haben und sonst nichts, noch keine Erfahrung haben, sind Sie mit dem VMware-Player eigentlich gut bedient, da er erstens kostenlos ist und zweitens alle weiteren Beispiele, die ich zeigen werde und das, was ich vorführen werde, wird mit VMware-Produkten gemacht. Ich persönlich nutze die VMware Workstation-Version und dort werde ich Ihnen dann auch eine vorbereitete virtuelle Maschine zur Verfügung stellen für VMware, die also dann im VMware Player auch lauffähig ist, sodass Sie es dort bei der Einrichtung der Maschine etwas einfacher haben. Aber ansonsten nach wie vor gilt, Sie sind völlig frei in dem, was Sie machen, nur entscheiden Sie sich für eine Virtualisierungslösung und arbeiten Sie dann mit dieser. Nachdem Sie sich nun also für eine Virtualisierungsumgebung entschieden haben und diese dann auch auf Ihrem PC bzw. Laptop installiert haben, geht es darum, dass wir ja für die Installation von Linux noch eine Installations-CD brauchen. In diesem Fall keine physikalische CD, die man erst ja, sich zuschicken lassen müsste oder die man brennen müsste, sondern hier reicht ein ISO-Image aus, also eine Datei, in dem alles Notwendige drin ist. Da schauen wir mal auf die Debian-Homepage, wo wir das bekommen können. Ja, unter www.debian.de sind wir dann direkt dabei und können hier unten schon sehen, die ISO-Images werden direkt hier zum Download angeboten. Da klicken wir mal drauf und gucken mal, was es noch so gibt. Also auf der Seite etwas weiter unten finden Sie verschiedene Möglichkeiten, wie Sie an diese CDs oder ISO-Images herankommen können. Ich persönlich habe das immer über einen HTTP-Download gemacht, darum klicke ich das hier auch mal an und Sie sehen dann im unteren Teil der Seite hier die offizielle Images des Stable Release. Stable ist hier die stabile Variante, die also schon erprobt sind und freigegeben sind. Auch das klicke ich hier einmal an. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit auszuwählen, ob Sie hier eine CD bzw. ein CD-Image oder eine DVD bzw. das DVD-Image herunterladen wollen. Das ja, liegt auch wiederum in Ihrer Hand, wie Sie es gerne möchten. CD, da reicht uns, wenn Sie generell online arbeiten, also wenn auch Ihre virtuelle Maschine bei der Installation und bei der späteren Nachinstallation von weiteren Diensten immer online ist und mit dem Internet verbunden ist, dann reicht Ihnen eine relativ kleine Netzinstallations-CD und Sie müssen nicht große Datenmengen herunterladen. Wenn Sie aber eher unabhängig arbeiten wollen, das heißt ja auch unterwegs arbeiten wollen ohne direkten Internetzugriff, dann empfiehlt es sich, mindestens eine der DVD-Images runterzuladen, denn dort haben Sie ja einen Großteil der Software einfach schon direkt verfügbar, aber Sie müssen eben deutlich mehr herunterladen. Ich entscheide mich für die Variante mit der Online-Verfügbarkeit, dass also meine Virtual Maschine weitgehend online ist und nehme für mein Rechnersystem hier die i386-Variante. Ich wähle das mal an, CD i386. So, und wir sind in einem Verzeichnis, wo wir herunterladen können. Da sind eine ganze Reihe von ISO-Images. Ja, die CD1 hier, Sie sehen das schon mit einer Größe von 648 MB. Das wäre eine Möglichkeit, mit dieser CD zu starten. Aber ich sagte ja, wenn wir eine Netzinstallation machen, dann finden wir deutlich weiter unten noch diese Variante hier, die Debian-Version NetInst. Und die hat nur eine Größe von 191 MB. Diese ist also die von mir präferierte Variante für den Fall, dass Sie eben eine Online-Verbindung haben mit Ihrem System nachher. Und ja, darum lade ich die jetzt auch mal runter. Einmal angeklickt, ja, ich speichere sie und gucken wir mal schnell hin. BS2, Wintersemester, alles klar, abspeichern. Ja, und dann laden wir das Ganze mal runter. Hier habe ich glücklicherweise eine Internetverbindung, die relativ zügig läuft. Noch wenige Sekunden und der Spaß ist auf der Platte. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ich sehe noch 7 Sekunden.
3, 2, 1 und er hat das fertig geladen. Somit haben wir jetzt auch diese Netzinstallations-CD bzw. das ISO-Image auf der Festplatte. Wichtig war, dass Sie sich merken, wo haben Sie das abgespeichert, denn diese Informationen werden Sie gleich noch wieder brauchen. Zurück in unserer Auflistung haben wir jetzt also die ersten drei Punkte hinter uns gebracht. Und jetzt geht es daran, dass wir uns eine virtuelle Maschine tatsächlich erstellen müssen, bestimmte Hardwareanforderungen berücksichtigen müssen, obwohl die Hardwareanforderungen natürlich sehr gering sind. Und ich zeige Ihnen das mal an Beispielen meiner Virtualisierungslösung und das ist die VMware Workstation Variante. Hier sehen Sie bei mir auf dem Desktop das Programm-Icon von VMware Workstation für in diesem Fall ein Windows 7 Host-Betriebssystem, was ich habe, 32-Bit, 4 GB RAM. Und wenn ich die Workstation einmal starte, dann wird mir angeboten, hier eine neue virtuelle Maschine zu erstellen. Ich habe hier einen kleinen Wizard, einen Assistenten, der mir bei dieser Variante hilft. Ja, Hardware-Kompatibilität, Workstation 8, das können wir alles mal so lassen, da müssen wir nichts berücksichtigen. Er fragt mich, ob ich hier irgendwas installieren will. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Also wir haben ja gerade ein ISO-Image runtergeladen, was wir nachher auch installieren wollen. Das stelle ich jetzt hier auch schon ein. Das, was Sie aber hier jetzt eingekreist sehen, ist das falsche Image. Das ist eine ältere Debian-Version, auf die dort auf meinem Rechner zugegriffen wird. Ich hatte das ja abgelegt im BS2-Ordner, aktueller Jahrgang. Da ist sie. Darum wichtig, wohin der Hinweis, ne? Dass Sie sich merken, wo Sie dieses ISO-Image ablegen. Dann hat er das auch sofern da drin stehen. Ich gehe auf Weiter. Er fragt mich, was ich da installieren möchte. Ja, es ist ein Linux, ein Debian 5 hat er in seiner Liste, eigentlich auch schon Debian 6. Ja, hat er auch. Das wähle ich jetzt aus. Gehe auf Weiter. Virtueller Maschinenname. Na, ich schreibe nochmal ein BS2 davor. Debian 6. Bin kein Freund von Leerzeichen dort. Ja, Anzahl der Prozessoren. Einer reicht vollkommen aus. Da brauchen wir nicht mehr. Dann, RAM. Ich hatte geschrieben, 256 MB RAM reicht vollkommen aus. Die Variante, die wir nutzen, wird nicht allzu viel benötigen und wird auch keine großen Ansprüche stellen. Also 256 MB RAM, natürlich, wenn Sie RAM genug haben, können Sie ruhig mehr verteilen. Das macht nichts, aber 256 ist für den Anfang okay. Network Address Translation bietet er mir hier als Vorschlag an und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Denn es geht hier um die Netzwerkverbindung, die wir herstellen wollen. Ich persönlich mache immer die Bridged Networking Variante. Das heißt, dass meine Netzwerkkarte, die ich dann in dem virtualisierten Debian drin haben werde, direkt auf das Netzwerk zugreifen kann. Und dadurch im Grunde eigentlich alles so ist, als wenn sie wirklich auch physikalisch direkt angeschlossen wäre. Die Variante mit dem Network Address Translation sollte auch funktionieren. Die beiden Varianten hier unten scheiden im Grunde aus, weil sie beide nicht die Möglichkeit offerieren, hier mit dieser virtuellen Maschine auch ins Internet zu kommen. Also nehmen Sie oben eine der ersten beiden Varianten, falls Sie auch jemals vor dieser Wahl stehen sollten. Bridged Networking oder Network Address Translation, diese beiden Varianten sollten bei Ihnen jeweils funktionieren. Ich entscheide mich für das Bridged Networking. Einige Controllertypen, das lassen wir alles so, wie es ist. Neue virtuelle Festplatte erstellen. Ja, das wollen wir. Erzeuge eine neue virtuelle Festplatte. SCSI oder IDE ist mir ja ziemlich egal. Er bietet mir hier an, als Minimum schon mal 8 GB. Das kann man so lassen. Es ist im Moment nicht ganz so entscheidend, denn das Übliche ist, dass diese Platte, auch wenn sie 8 GB Größe hat, zu Beginn noch sehr klein gehalten wird. Es wird also nur der Platz benötigt, der tatsächlich
jetzt zum Speichern von Daten benötigt wird. Sie wächst also im Laufe der Zeit. Wenn Sie mehr reinspielen, mehr installieren, mehr Daten erzeugen, dann wächst diese virtuelle Festplatte. Also die 8 GB, die ich jetzt hier einfach mal vom Vorschlag übernehme, hat keine Bedeutung im Zuge dessen, wie groß sie tatsächlich nachher ist. Das hängt ab von dem, was wir alles reinschreiben. Die Möglichkeit, das Ganze als einzelne Datei zu speichern oder in verschiedene Dateien aufzuspalten, das können Sie im Grunde auch so machen, wie Sie das gerne möchten. Es ist ein Überbleibsel aus vergangenen Tagen, wo Dateien beispielsweise eine Maximalgröße von 2 GB hatten. Das ist heute nicht mehr so. Trotzdem kann man es noch aufsplitten lassen. Er schlägt das hier vor, aber eigentlich sollte das uns nicht weiter behindern. Ja, klicken wir auf Weiter, dann schlägt er uns hier einen Namen vor und der Name, der hier steht, das wird nachher der Dateiname, in dem diese virtuelle Festplatte ihre Daten ablegt. Kann nochmal interessant werden zu einem späteren Zeitpunkt, aber jetzt für uns eigentlich nicht so spannend. Der Überblick, der hier zum Schluss dieses Assistenten nochmal gegeben wird. Ich gehe nochmal hier auf den Punkt Customize Hardware. Und dort wird mir also nochmal kontrolliert angezeigt, was habe ich überhaupt alles. Ne? 256 MB RAM, ein Prozessor, ein CD-Laufwerk, das wollten wir ja auch haben. Floppy, nein, wir brauchen kein Floppy, aber Sie sehen hier da oben, insbesondere hier dieser untere Punkt, Connect, Add, Power On, da ist ja kein Haken gesetzt. Von daher wird auch hier kein Floppy-Laufwerk mit dieser virtuellen Maschine verbunden werden. Network Adapter Bridged, alles klar. Hier könnten Sie natürlich auch etwas ändern. Hier ist wiederum wichtig, Connect, Add Power On, da ist der Haken gesetzt, weil wir ja auch wollen, dass in dem Moment, wo wir diese virtuelle Maschine hochfahren, er auch tatsächlich eine Verbindung zum Internet bekommt. Ja, was haben wir noch? Der USB-Controller, das ist automatisch dabei, kann man so lassen. Soundkarte brauchen wir eigentlich nicht, aber sie stört uns auch nicht. Den seriellen Port für den Drucker, okay. Und hier die Ausgabe für den Bildschirm. Können wir alles so lassen, brauchen wir nichts Besonderes. Man könnte noch über den Add-Button hier unten weitere Dinge hinzufügen. Zum Beispiel ein weiteres Hardware-Gerät, was uns jetzt aus irgendeinem Grund noch fehlt oder was wir noch dazu haben wollen. Man müsste es einfach nur auswählen und das spare ich mir aber, denn diese grundsätzlichen Möglichkeiten sind vollkommen ausreichend. Ich gehe unten auf diesen Close-Button und habe dann hier über Finish die Möglichkeit, diese Maschine tatsächlich erzeugen zu lassen und sie wird eben nach kurzer Zeit hier in meinem System angezeigt. Ja, und damit bin ich in der Lage und bin auch gewillt, diese Maschine jetzt zu starten und diese Maschine dann hochzufahren und den Installationsprozess von Debian Linux einmal durchzuführen. Der eigentliche Prozess ist aber Bestandteil eines anderen Videos und von daher werde ich das an dieser Stelle jetzt nicht durchführen, sondern werde Ihnen stattdessen nochmal ein paar andere wissenswerte Informationen über dieses Debian Linux erzählen. So, jetzt habe ich mich gerade versprochen, denn ich möchte Ihnen nichts über das Linux erzählen, das kommt erst später, sondern ich möchte Ihnen was erzählen über die VMware-Eigenheiten. Sie sehen ganz unten rechts in der Ecke hier in diesem Fall der Pfad auf meinem PC, wo diese virtuelle Maschine von VMware Workstation abgelegt wurde. Und da möchte ich mal drauf gucken, was ist dort tatsächlich vorhanden, welche Dateien befinden sich dort also. Wenn ich jetzt einmal öffne den Dateimanager, dann sehen wir, dass genau dort an diesem Pfad, der eben dort aufgelistet war, jetzt das Verzeichnis Debian 6, also BS2 Debian 6, besteht. Und in diesem Verzeichnis finden sich einige Dateien. Sie sehen Dateien wieder, die uns beim Erstellen der virtuellen Maschine schon begegnet sind. Da haben wir hier diese ganzen VMDK-Dateien. Das sind tatsächlich dann die Dateien, in denen die virtuelle Festplatte aufgesplittet vorhanden ist. Diese Dateien alle zusammen könnten eine Maximalgröße von diesen 8 GB erreichen, denn wir hatten ja vorhin gesagt, dass unsere virtuelle Festplatte maximal 8 GB
an Daten umfassen darf. Tatsächlich sehen Sie, haben wir auch momentan nur einen sehr, sehr geringen Datenteil hier von ein paar hundert Kilobyte jeweils vorliegen. Das liegt natürlich daran, dass die Festplatte natürlich leer ist. Außer Verwaltungsinformationen sind keinerlei Daten enthalten. Darum ist das Ganze jetzt auch noch eben sehr klein. Wir haben des Weiteren hier vorhanden ein LCK, in diesem Fall ist es ein Verzeichnis am Ende, ein Log-Verzeichnis, und dieses Verzeichnis sagt einfach aus, dass momentan diese virtuelle Maschine irgendwo geöffnet zu sein scheint. Das ist sie auch, sie ist zwar nicht aktiv, also sie ist nicht gestartet, aber sie ist geöffnet in der VMware Workstation Version, die momentan noch parallel auf meinem System läuft. Des Weiteren haben wir eine sehr wichtige Datei, und zwar das ist diese Datei mit der Endung .vmx. Die .vmx-Datei ist die Konfigurationsdatei für diese virtuelle Maschine. Auf dieser Konfigurationsdatei, die können wir einfach mal in einem handelsüblichen Texteditor öffnen. Wenn ich mal in den Texteditor hineingehe hier, so, und das Ganze mal so positioniere, dass Sie auch was sehen können in dem Bildschirmausschnitt, der hier aufgenommen wird, dann erkennen Sie also hier in dieser VMX-Datei, dass hier eine ganze Reihe der Konfigurationen wieder auftauchen, die wir während des Erstellens der virtuellen Maschine angegeben haben. Auffällig natürlich insbesondere hier der Pfad zu meiner ISO-Datei, also zu dieser zu der virtuellen CD-ROM, von der wir nachher Linux installieren wollen. Diesen Pfad könnte man jetzt von Hand im Editor einfach anpassen. Ja, Sie können hier also einen anderen Pfad eintragen. Sofern der Pfad gültig ist, wird das System sich beim Hochfahren auch damit zufrieden gehen und das also nutzen. Man muss also nicht zwingend eine grafische Oberfläche haben. Man kann auch mit diesem Editor hier ganz einfach agieren. Eine ganze weitere Reihe an Dingen können Sie erahnen, was hier alles so drin ist. Also Ethernet hat irgendwas zu tun mit der Netzwerkkarte. Sound können Sie zuordnen hier. Sie können auch mit USB hier unten noch irgendwas zuordnen. Ja, IDE, das sind ja, und SCSI sind in der Regel Sachen für Laufwerke, die Sie dort haben. Ich lasse das alles mal so, gehe aber trotzdem noch mal ganz ans Ende dieser virtuellen Maschine und schreibe ganz unten nochmal einen Eintrag von Hand dazu, den ich ganz gerne immer dort drin habe. Dieser Eintrag nennt sich ganz einfach BIOS.bootDelay gleich 5000. Das ist ein Eintrag, den muss man nicht zwingend haben, aber manchmal erweist er sich als ganz praktisch im Zusammenspiel mit virtuellen Maschinen. Und zwar geht es darum, dass Sie es kennen, wenn Sie einen normalen PC einschalten, dass Sie dort kurz nach dem Einschalten die BIOS-Meldung sehen und dann über eine Tastenkombination die Möglichkeit haben, in dieses BIOS hineinzuwechseln, um irgendwelche internen Einstellungen zu machen. Das heißt also beispielsweise die Bootreihenfolge oder irgendetwas festzulegen. So etwas gibt es hier in virtuellen Maschinen auch. Das heißt, ganz am Anfang wird auch eine Möglichkeit geboten, ins BIOS zu kommen. Aber diese Möglichkeit ist standardmäßig so kurz gefasst, dass man eigentlich kaum eine Chance hat, die richtige Tastenkombination zu drücken. In dem Moment, wo wir dieses Kommando hier eintragen, BIOS.bootDelay gleich 5000, sorgt es dafür, dass hier 5000 Millisekunden, also 5 Sekunden, am Anfang gewartet wird mit der BIOS-Meldung und man die Möglichkeit hat, über eine Tastenkombination in das BIOS der virtuellen Maschine zu wechseln. Das sind 5 Sekunden, die der Bootvorgang prinzipiell länger dauert, aber manchmal freut man sich, wenn man ins BIOS reinkommt. Vielleicht werden Sie es nie brauchen, aber letztendlich stören tut es auch nicht. Und wenn Sie es als zu lang empfinden, dann nehmen Sie es einfach nur zur Kenntnis, dass es diese Möglichkeit gibt. Und später irgendwann, falls Sie mal in die Verlegenheit kommen sollten, dann können Sie es ja immer noch nachträglich einpflegen. Ich lasse es jetzt aber mal drin. Mach das hier noch mal ein bisschen schöner, also die Leerzeile raus, speichere die Datei ab. So, und damit habe ich hier auch die Datei dann auf dem neuesten Stand. Jetzt noch eine Information zum Schluss, bevor wir hier soweit dann auch durch sind. Es geht noch ums Backup von virtuellen Maschinen, wie einfach das hier mit der VMware zu realisieren ist.
Als Vorbedingung für ein Backup sollten zwei Dinge geprüft werden. Erstens, die virtuelle Maschine sollte nicht mehr eingeschaltet sein. Das ist hier natürlich gegeben, weil wir hatten die Maschine ja noch gar nicht gestartet in unserem Beispiel, sondern die Installation steht uns ja erst noch bevor. Und zweitens, die virtuelle Maschine sollte hier in der VMware Workstation Umgebung nicht mehr geöffnet sein. Ich schließe das Ganze und ich gehe mal raus aus meiner ganzen VMware Workstation Umgebung. Und das, was Ihnen jetzt, wo ich wieder in meinem Datei Explorer bin, auffällt, ist, dass hier oben, ganz oben, dieses Log-Verzeichnis weggefallen ist. Also das Log-Verzeichnis, was angezeigt hat, dass diese Maschine irgendwo in Gebrauch ist, ist weggefallen, taucht nicht mehr auf. Und damit haben wir jetzt also die Möglichkeit, ganz einfach diesen kompletten Ordner mit allen Dateien der Maschine jetzt ja mitzunehmen. Ich gehe hier mal auf Ausschneiden. Das sehen Sie nicht, weil das Ganze jetzt ein bisschen außerhalb des aufgezeichneten Bildschirmraums ist. Also ich nehme diese virtuelle Maschine und navigiere jetzt mal in einen anderen Ordner, nämlich hier Betriebssysteme 2, das aktuelle Wintersemester, und sage hier also wieder einfügen mit der Maschine. Und Sie sehen, ich habe jetzt hier automatisch eine Kopie bekommen von dieser virtuellen Maschine mit allem, was da drin ist. Und diese Kopie, die kann ich jetzt auch wieder starten. Ich habe also meine Datei verschoben. Hier habe ich zwar gerade eben gezeigt, ausschneiden, also da hinten wegnehmen, hier wieder einfügen. Das heißt, Kopie ist eigentlich nicht richtig. Aber wenn Sie es wirklich machen, Sie nehmen es hier raus, Sie kopieren es und stellen es irgendwo anders wieder rein, auf einer Sicherungsplatte beispielsweise, dann haben Sie tatsächlich ein Backup von Ihrer virtuellen Maschine. Ganz einfach, ohne großen Aufwand. Sollte irgendwann mal irgendwo etwas schief gehen, dann können Sie immer wieder auf dieses Backup zurückgreifen. Ich habe meine VMware Workstation wieder gestartet und wenn ich jetzt auf meine virtuelle Maschine gehe, die ich eben noch hatte, dann sehen Sie natürlich hier, dass eine Fehlermeldung kommt, could not open. Ja, das ist natürlich auch richtig in diesem Zusammenspiel, denn ich hatte ja diese Dateien der virtuellen Maschine gerade verschoben. Wenn ich aber stattdessen gehe über File Open und jetzt in dem Dialog hier in das richtige Verzeichnis wechsle, ich stehe schon automatisch drin, dann kann ich hier also ohne Probleme wieder hineingehen und er will diese VMX-Datei finden und sehen. Und wenn ich die auswähle, dann öffnet er mir in der Tat diese virtuelle Maschine. Sie sehen also, ich habe sie im einen Ort weggenommen, woanders hingeschoben, habe VMware Workstation einfach nur gesagt, wo finde ich die jetzt? Und ich kann dann weiterarbeiten. Im Grunde arbeite ich jetzt hier mit diesem Backup weiter. Damit haben wir jetzt alle notwendigen Vorarbeiten hinter uns gebracht und können eigentlich mit dem Installationsprozess sofort beginnen. Das zeige ich Ihnen aber dann in einem weiteren Video. Wir sehen uns also bestimmt bald wieder.